Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Ja, ich habe immer noch keine neuen Tickets, daher muss ich mich mit Geld einkaufen. Und ehrlich, komm, nehmen wir Dragoncraft. Ich glaube, ich hatte Felina schon in Anführungszeichen seit länger nicht mehr. Okay, Ian Dragonbuster ist natürlich sehr geil, aber ich denke, ich gehe mit Wildfire Tyrant und Genesis Dragon. Das Karte-Karte, die random Stream enemy Follower sind auf der Natur. Ist in Ordnung. Die Six Damage, das ist eigentlich ziemlich stark. Und die 4 Damage ist already Damage. Boah, ist in Ordnung. Ehrlich, ich gehe damit. Okay. Dann nehme ich das. Ich glaube, ich gehe tatsächlich mit Selbund und den Plucky Treasure FNN. Run Cards. Das ist eigentlich ja in Ordnung. Die Frage ist nur, ich denke, ich gehe mit damit, weil mit We've Got the Chaos kann ich besseren theoretischen Schaden machen, Scalebound. Ja, okay, ist in Ordnung, aber ich denke, dass ich mit hiermit, glaube ich, besser fahre. Gerade auf wegen Whirlwind Pterodon. Okay, Tonfa Dragonewood. Add the Pattern Assembly Droid into your hand. Oh. Ja, okay. Für 6 hat man ein 4-4er und 3 Assembly Droids auf dem Feld. Das ist nicht so schlecht. Als End of your turn. Das ist eigentlich nicht schlecht, aber ich denke trotzdem, dass ich damit gehe. Oh. Ich denke, ich gehe aber damit. Ja, okay, komm. Tier. Okay, der Goblin Warpack finde ich eigentlich ziemlich gut. Ach komm, ich nehme den Goblin Warpack. Damit kann man relativ gut das Feld vollhauen. Ach komm. Jade Long Tactician. Ja komm, ich gehe mit Jade Long Tactician und Ice Dancing. Blazing Breath und... Ja komm. Ich denke, ich gehe nochmal damit. In der Hoffnung, dass ich... Okay. Ich gehe hier mit. Nochmal mit... Aber ich befürchte, dass das Deck nicht so optimal laufen wird, leider. Das ist halt leider einfach so die Befürchtung. Ich habe halt 2 Karten, womit ich mir mehr Playpoints holen kann. Aber... Irgendwie weiß ich nicht so, ob das trotzdem so funktionieren wird. Oh, irgendwie guckt die knuffig. So. Oh, Chica. Stimmt, ich hab sie. Ich hab Chica auch. Goblin Warpack. Nehme ich erstmal raus. Du bist auf Overflow is active for you. Okay. Eigentlich ja gar nicht so schlecht für mich. Warte mal, ist der. Ach so, Okay, wenn Allied Follower comes into play, subtract 1. Okay, gut. Dann fange ich mal damit einfach an. Scalebound Flight, brauche ich noch nicht. Ich denke, dass ich... Ich fange da mal mit Unicorn Maiden an. Ich weiß nicht wieso, aber mit dem möchte ich eigentlich ganz gerne aufbewahren. Oh fuck, bitte. Naja, wenigstens habe ich den. Auch wenn das schon mal etwas suboptimaler eigentlich ist. Gut, dann spiele ich den. Das war eigentlich nicht gut, aber... Oh, fick dich, ey. Really?
How's everyone doing tonight? Boy, das ist jetzt echt irgendwie ist schon eigentlich schon sehr anstrengend, finde ich persönlich. Komm, gut, dann. Did someone call for a medic? Let Frost gather. Drink every drop. Concoctions away. Ich weiß, ich hätte auch Face gehen können, aber ich habe mir gedacht, ein bisschen lieber das Board erstmal. Aber ich bin gerade nicht so glücklich irgendwie, was das angeht. Ach, fick, ne. Wie zum Fick hat das geschafft, so ein gutes Terran-Deck zu drawen? Alter Schwede, ist das Okay, ich mache jetzt das, damit kann ich wenigstens ein bisschen mehr ziehen. Ey, das ist doch nicht gut. So. Hopp, wenigstens. Alles nicht optimal. Vor allem, weil ich. Ich bin damit nicht glücklich gerade. Ich habe glücklicherweise noch We've Got a Case, womit ich halt nochmal ziehen kann, aber ich bin mit der Situation absolut nicht glücklich. Ich muss halt ein bisschen schauen, dass ich in Overflow komme, damit ich die hier vernünftig benutzen kann. Das geht ja glücklicherweise noch. Ich könnte mir vorstellen, dass er den evolved und da reintradet. Aktuell will ich auf jeden Fall We've Got the Case auf den machen. Okay, interessant. Ich würde immer noch We've Got the Case auf den machen. Yep. Okay, gut, hopp. So. Jetzt lässt sich tatsächlich arbeiten. Ach, fick dich. Das ist sehr bescheiden für mich. Okay, Der hat dann, wenn ich den evolve, dann ist der. Ja, okay, es ist nicht gut, aber. Ach, ficken. Really? Hätte der nicht den hier wenigstens einmal treffen können? Das ist. Jetzt wird es halt sehr unangenehm für mich. Weil irgendwie muss ich den ja loswerden. Obwohl, aktuell würde ich es tatsächlich damit hinbekommen, die beiden spielen da rein und dann. Ehrlich, das mache ich auch. Das mache ich, damit habe ich. Ah, fuck. Das war nicht die Karte, die ich spielen wollte. Ich wollte die hier spielen. Shit. Egal, komm. So. Der Vorteil ist ja, glücklicherweise, nächsten Zug kann ich den hier nochmal spielen.
Es ist... Trotzdem bräuchte ich, denke ich, ein Ward. Wäre ganz gut. Ach, shit. Ward wäre ganz angenehm. Ja, okay, das geht noch. Ich könnte natürlich den spielen, damit würde ich halt die hier wegbekommen, aber ich weiß nicht, ob mir das tatsächlich so viel bringt. Mit dem hier kann ich halt den da wegmachen. Nein, kann ich gar nicht. Ich kann mit den beiden aber die wegmachen. Es ist nicht optimal. Ich ziehe erstmal neue Karte. Okay, nochmal neue Karte. Okay, dann mach ich mal das. Ach, shit. Gut. Es ist nicht optimal, aber ich muss jetzt halt hoffen, dass er nichts hat, womit er mich jetzt one-shotten kann. Wenn doch, dann habe ich halt verkackt, weil ich keine vernünftigen Wards habe. Okay, das ist in Ordnung noch. Das ist jetzt nervig für mich. Das ist hingegen ganz in Ordnung. Warte mal, der Dragon Sphere. Jetzt sind wir schon. Okay. Ja, ich mach das tatsächlich. Wieso? Ach fuck, der evolved die nicht mehr. Shit, ich hab ver... Das war dumm. Das war dumm, ich hätte das nicht so spielen sollen. Das war dämlich. Ich hab gedacht, ich kann damit einen gegnerischen Follower targeten, dann hätte ich den gespielt und die wären weg gewesen. Ah, shit. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Okay, du kommst raus. Die anderen kann ich da gut behalten. Goblin Warpack, ja, okay. Goblin Warpack möchte ich mir eigentlich aufbewahren noch, aber hey, egal. Gut, your turn. Okay, den zuerst, danach spiele ich gleich den Investigation. Ja, okay. Könnte schlimmer sein für mich, definitiv. So. Und dann, oh, obwohl, den kann ich gleich machen, dann... Damit sorge ich zumindest dafür, dass ich noch mehr auf dem Board habe. Dragonblade. Was geht dir eigentlich so?
Also den könnte ich auch so bei 5 spielen. Okay. In Ordnung, aber naja, egal, gut. So, dann spiele ich mal die. Damit habe ich da wenigstens jetzt noch was auf dem Feld. Nächstens kann ich direkt das Unica spielen und Investigation. Wobei ich da wahrscheinlich dann eher zuerst Investigation spielen würde, damit ich die Karte ziehen kann und danach Unica. Okay. Ein bisschen ärgerlich ist das natürlich schon, dass er jetzt dadurch einen Playpoint wieder zurückbekommen hat, aber ich weiß ja auch nicht, ob ihm das wirklich was bringt. Offenbar ja. Schicks. Das ist jetzt irgendwie sehr nervig für mich. Okay, Investigation zuerst. Bringt mir nicht viel. Okay, gut. Komm. Es ist absolut nicht gut gewesen. Aber nun ja. Lässt sich halt jetzt gerade nicht mehr ändern. Oh, shit. Da konnte er aus meiner Sicht viel zu schnell, also in einem Zug viel zu viele Karten, viel zu viele aufs Board holen, so wollte ich es formulieren. Immer naja. Ist halt so, wie es ist. Kommt noch was von ihm? Okay. Das geht für mich ja noch. Vor allem, wenn er dafür quasi ein... das Nervige ist natürlich, er kann jetzt die ohne Probleme easy traden. Der Freund ist mir nicht in die Wolve, dann hat er immer noch... Dann wäre er immer noch ein 4-8er. Aber ich denke eher, ich würde sogar den... Ich spiele jetzt den als Dragon. Komm. Nächsten Zug kommt dann... Obwohl... Ja doch. Ich denke schon, dass ich den nächsten Zug dann Tom von Dragonnewt eventuell spielen werde. Damit würde ich das hier auch nochmal um einiges runterbekommen, den Count. Okay. Es ist für mich noch relativ in Ordnung, tatsächlich. Das geht für mich auch noch klar. Ja, ich werde Tom for Dragon News spielen. Damit habe ich dann mein Feld voll. Der hier ist damit auch nochmal um einiges runter. Den Zug darauf kann ich dann die hier anfangen rauszuballern. Außerdem bekomme ich dann ja auch bald den zweiten Drachen. Okay. Damit warte ich dann nochmal. Gut. Da brauche ich halt nicht evolven, gerade bei dem Feld. Mhm.
Das kann ich auch ohne Probleme gleich spielen, den. Weil ich dann ja Overflow habe. Gut. Okay, damit habe ich kein Problem. Die Frage ist, was macht er jetzt noch mit? Okay, interessant. Damit habe ich nicht so das Problem bisher. Aha, na, nerve ich natürlich mit dem Leben wieder her. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass er irgendwann auch eventuell keine Karten mehr hat. Okay, Goliath. Hm. Okay. Oh, perfekt für mich. Der war jetzt tatsächlich perfekt für mich. Und ehrlich, je nachdem wird der nächste Zug auch schon ziemlich gut für mich. Also, wenn er jetzt das ganze Feld hier... Okay, vielleicht kann ich auch selber quasi das ganze Feld traden. Hm. Wenn er den evolvt, ich denke, dann würde ich den hier auf jeden Fall evolven. Einfach nur, um das komplett zu traden. Ich könnte mir vorstellen, dass er den evolven wird, leider, und darin tradet. Muss ich ehrlicherweise so sagen. Ah, okay. Okay, gut. Okay. Gut, wenn es so ist, dann... Dann evolve ich den mal gerne. Und... So. Viel Spaß damit. Und das Schöne ist, ich habe noch die hier. Ich denke, das war ziemlich... eigentlich ganz gut gemacht. Von mir zumindest. Also mir ist das sogar ziemlich egal, wenn... dass er halt den Ambush halt wiederbekommt quasi. Ich kann einfach hier die... Ich kann die hier einfach Face schicken. Und ich wäre nicht davon ausgegangen, dass er irgendwie dementsprechend da blockieren kann, dass er halt alle von denen aufhalten kann, beziehungsweise er hätte ja zwei davon mindestens aufhalten müssen, um das zu überleben. Also... Gut. Match Nummer 3. Ich muss auch... Ich habe schon wieder... Also... Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe in letzter Zeit dauerhaften Ohrwurm vom Opening vom Shadowverse Anime. Ehrlich, das... Keine Ahnung, aber... Ich finde den Opening-Track irgendwie ziemlich cool. Allgemein muss ich sagen, gefällt mir der Anime bisher echt ganz gut. Auch wenn es für mich persönlich natürlich ein bisschen düsterer sein könnte, weil es ist halt... Es wirkt bisher halt noch sehr kindlich, das Ganze, finde ich persönlich so. Aber naja. Das ist halt einfach so, wie es ist. Und nein, ich habe Inori extra nicht rausgeworfen, damit ich halt möglichst früh die Evolves runterkriegen kann. Wie sie... Gut, top. Okay. Erst recht okay.
Hier wird liest man Evolution Point, jetzt war ein Evolution Point und. Some say I'm too sweet for this job. Ich fange mal damit an. Ich weiß, ich hätte auch Lightning Velociraptor spielen können, aber. Ich wollte die Investigation lieber haben. Ja. Das ist natürlich ein bisschen nervig, aber okay. Hopp. Hm. Das geht sogar ganz gut klar. Lucky, aber funktioniert. Und da ist jetzt tatsächlich für mich ein bisschen die Überlegung. Nutze ich das oder nicht? Ich glaube, ich nutze es lieber nicht. Oh. Das ist jetzt natürlich bitter. Ach komm, ich würde dich sogar riskieren dafür. Komm. Glücklich bin ich damit aber nicht so mit dem Board gerade. Also den hier möchte ich mir eigentlich aufbewahren, weil ehrlich, 7 Storm ist schon echt ziemlich gut. Vor allem, weil ich hiermit dann auch, denke ich, sehr gut da noch weiteren Schaden mitmachen kann dann. Also ehrlich gesagt, mit den beiden in Kombination und dann den hier hinterher. Das könnte theoretisch killen. Er wird hundertprozentig in den hier traden. Oh. Das ist interessant für mich tatsächlich. Dann ziehe ich mal gerne. Ich spiele Whitefire Tyrannus. Hopp und hopp. Jupp, Swordrip Dragon kommt am nächsten Zug raus. Und dann noch direkt mit einem Evolve. Würde ich den rausholen wahrscheinlich. Also bisher schlage ich mich noch relativ gut. Das geht für mich auch relativ in Ordnung. Shit, das würde nicht ausreichen. Bringt mir nichts. Gut, dann. Komm. Man könnte diskutieren, wie vernünftig das jetzt war, aber ich habe damit halt auch versucht, die hier ein bisschen runter zu bekommen, also günstiger zu bekommen. Ach, fucken. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was ich haben kann. Dieser Hermit Crab. Scheiße. Okay. Gut. Ja, das ist sehr schön. Das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Also ich gehe davon aus, dass er jetzt Face gehen wird komplett. Dann werde ich halt die hier spielen und den. Meinetwegen kann auch gerne den hier traden wollen. Habe ich auch kein Problem mit. Also ich werde. Okay, der wird Bane, damit wird er den hier dann killen, denke ich. Okay. Gott sei Dank nur bei 4-4. Das geht ja noch. Vor allem, weil jetzt halt von mir. So. Einmal heilen und jetzt kriegt er schön ein bisschen Schaden. Dann kann ich buffen da noch.
Ich kann buffen und danach habe ich noch Genesis Dragon. Es sieht tatsächlich gar nicht so mies jetzt aus für mich. Ich werde halt. Okay. Okay, nervig. Okay, das war richtig ätzend für mich. Gut. Dann fange ich mal damit erstmal an. Dann den. Und den. Ficken, ey. Scheiße. Damit bin ich tot. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist ärgerlich. Das war jetzt echt ärgerlich. Schade, schade, schade. Aber naja, ist halt so. Kann ich leider auch nicht ändern. Gut, wir haben 3 Matches schon gespielt. 1 haben wir leider nur gewonnen. 2 Matches fehlen noch. Oh, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Morgen kommt die nächste Folge. Ciao.